Hallo und willkommen zu Kapitel 11. Wir unterhalten uns in diesem Kapitel über das verteilte Speichern von Daten und die Frage der Konsistenz dieser verteilt gespeicherten, mehrfach gespeicherten, replizierten Daten. Dazu unterhalten wir uns am Anfang erstmal über die Motivation dazu. Das wird recht schnell gehen, das erledigen wir in diesem Video. Danach schauen wir uns zwei wesentliche Punkte an. Wir schauen uns an, welche Modelle es gibt, die uns erlauben, darüber zu reden, was Konsistenz eigentlich ist, in einem präziseren Sinne. Und wir schauen uns danach konkrete Protokolle an, die uns Aktualisierungen von Daten erlauben. Das schließen wir mit den üblichen Fallstudien und etwas Zusammenfassung am Ende ab. Doch bevor wir das tun, lassen Sie hier uns noch einmal zusammenfassen, was wir schon bisher zusammengetragen haben, warum man Daten repliziert, was da für Herausforderungen entstehen. Das haben wir im Wesentlichen alles schon getan. Ich werde deswegen in diesem Video relativ schnell über die Folien drüber gehen. Das kommt Ihnen sicher alles bekannt vor. Fangen wir damit an, uns nochmal zurückzulehnen und zu überlegen, was wir bisher hatten. Wir hatten uns über Multicast unterhalten, bei der wir Nachrichten an mehrere Empfänger gesendet haben. Dabei war die Betonung im Kapitel zu Multicast und Gruppenkommunikation die Frage der Reihenfolge unterschiedlicher Nachrichten zueinander. Vom gleichen Sender, von unterschiedlichen Sendern, die Reihenfolge in einem atomaren Auslieferungssinne oder die Frage der Berücksichtigung von Kausalitätsbeziehungen. Dann haben wir uns über den PubSub-Begriff unterhalten, das Publish-Subscribe-Modell. Dabei ging es um ähnliche Fragen, allerdings war hier die Betonung, wie wählen wir eigentlich aus, wer zu einer Zielgruppe gehört? Und dabei war hier auch ähnlich zum Gruppenkommunikationspunkt die Idee, alle, die zu dieser Gruppe von Zielen gehören, sollen eine Nachricht enthalten. Daran schloss sich die Diskussion über Message Queuing an, bei dem es nun anders als im vorherigen Fall darum ging, nicht alle zu erreichen, sondern genau ein Mitglied einer entsprechenden Zielgruppe. Genau ein. Das war die Betonung des Exactly Ones. Und hier haben sich natürlich wiederum Skalierbarkeits- und Verfügbarkeitsfragen gestellt. So, was haben wir mit diesen Nachrichten gemacht? Diese Nachrichten haben dann ja vermutlich irgendwelche Aktionen ausgelöst, außerhalb unseres Systems, das wissen wir nicht. Die haben irgendein Ventil aufgemacht, das Fahrwerk ausgefahren oder sonst etwas getan. Oder sie haben systemintern letztlich, gegebenenfalls nach Ausführung irgendwelcher Berechnungen, dazu geführt, dass gespeicherte Daten aktualisiert wurden. Und jetzt ist die Frage, diese gespeicherten Daten, sind das die gleichen Daten oder sind es unterschiedliche Daten? Wenn das unterschiedliche Daten sind, ich habe mehrere Teilnehmer, an die ich eine Nachricht sende, jeder Teilnehmer hat seine eigenen Daten und wendet darauf irgendwelche Operationen an, dann ist das völlig okay, das ist ein völlig legitimes Modell. Aber das ist nicht das Modell, über das ich in diesem Kapitel hier reden möchte. Ich möchte hier über das Modell reden, dass alle Teilnehmer in einer solchen Gruppe, alle Gruppenmitglieder, die gleichen Daten, Kopien dieser Daten besitzen, also das Datum repliziert auf mehreren Instanzen gespeichert wird. Und warum mache ich das? Nun ja, es gibt zwei naheliegende Gründe, das zu tun. Das ist erstmal das Zuverlässigkeitsargument. Wenn einer meiner Teilnehmer ausfällt, dann ist das Datum, dann sind diese Daten ja noch auf den anderen Teilnehmern vorhanden, sodass ich hoffentlich, wenn ich hier mehr repliziere, mehr Kopien anlege, die Zuverlässigkeit meines Gesamtsystems erhöhe. Das ist das eine Argument. Und das andere Argument, es kann plausibel sein, dass meine Leistungsfähigkeit steigt, obwohl ich vielleicht zunächst mal mehr Arbeit habe, das Datum zu aktualisieren, auf den neuesten Stand zu bringen. Aber wenn ich dann andere Anfragen lokal bedienen kann, dann mag das insgesamt vorteilhaft sein. Typisches Beispiel wäre, wenn Sie Lokaldaten geografisch verteilt speichern können und dann Lesezugriffe aus diesen verteilten Datenspeichern heraus bedienen können, ohne über lange Distanzen im Internet reisen zu müssen mit Ihren Anfragen und Antworten. Okay, so, klingt ja plausibel. Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass alle meine Replikate immer den gleichen Wert haben sollen. Und Sie sehen sofort, hier sind zwei Fragezeichen dahinter. Das kann nicht gehen. Es kann nicht zu irgendeinem jetzt zeiteingefrorenen Punkt gefordert werden,
dass die Daten alle gleich sind, dass alle Replikate eines Datums den gleichen Wert haben. Fordern können Sie es natürlich, ja, ich weiß, aber es ist nicht plausibel, zu hoffen, dass diese Forderung erfüllt wird. Was wir plausiblerweise fordern können und worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben, ist die Tatsache, dass alle Aktualisierungen auf diese Daten der gleichen Reihenfolge angewendet werden sollten. Sie erinnern sich an die Diskussion über die Replicated State Machine. Das ist genau das Beispiel hier. Ich möchte die Aktualisierung der gleichen Reihenfolge sehen. Insbesondere, wenn ich Aktualisierungen nicht in beliebiger Reihenfolge ausführen darf und es dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Problem ist natürlich hier, was sind die Overheads und was sind die Kosten, die damit verbunden sind. Um Ihnen das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was passiert, wenn ich bei repliziertem Speicher nicht kommutierende Aktualisierungen benutze? Nun ja, das Beispiel war zum Beispiel Kontostand addieren und Zinsen darauf bezahlen. Also eine additive und eine multiplikative Veränderung, das kommutiert nicht. Dann haben Sie zum Zeitpunkt T1 den einen Update, die eine Aktualisierung bei einem nahe bei Ihnen liegenden Speicherort. Die andere Aktualisierung erreicht den dort nahe beiliegenden Speicherort, sodass Sie jetzt hier Update A und hier Update B angewendet haben. Und zum Zeitpunkt 2 ist genügend Zeit vergangen, sodass diese Update-Nachrichten auch den jeweils anderen Speicherort erreichen können, sodass Sie hier B nach A anwenden, hier wenden Sie A nach B an und das führt zu unterschiedlichen Inhalten. Das heißt, nicht nur sind Ihre Speicher manchmal in unterschiedlichen Zuständen, auch auf lange Frist wird es nicht auf den gleichen Zustand konvergieren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ein Speichermodell. Ich möchte einen verteilten Speicher. Ein Speicher, bei dem ich die starke Erwartung habe, dass mein Inhalt eigentlich aktuell ist. Vielleicht bin ich bereit zu tolerieren, dass es kurze Zeitspannen gibt, in denen es Unterschiede gibt, aber wenn es keine weiteren Aktualisierungen gibt, dann möge bitte doch mein Speicher alle seine Instanzen, alle Replikate auf den gleichen Inhalt bringen. Okay? Das ist die Forderung. Kurze unterschiedliche Inhalte bin ich vielleicht bereit zu akzeptieren, aber langfristig darf das nicht passieren. Und bitte auch nur sehr kurz und bitte idealerweise weiß ich auch, dass im Moment gerade eine Situation herrscht, in der vielleicht meine einzelnen Replikate nicht gerade alle den gleichen Inhalt besitzen. Das ist eigentlich meine Vorstellung, die ich mir hier wünschen würde, von einem replizierten Speicher. Es ist nicht lediglich ein Cache. Bei einem Cache bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, dass der Inhalt nicht aktuell ist. Dafür erwarte ich aber, dass ein Cache mit erheblich weniger Overhead, mit erheblich weniger Aufwand realisiert werden kann. Das ist die Unterscheidung, die ich hier machen möchte. Cache, out of date ist zwar nicht schön, aber okay, aber dafür viel billiger als ein replizierter Speicher, bei dem das eigentlich bestenfalls für kurze, vielleicht sogar bekannte Zeiträume der Fall sein sollte. So, und was heißt jetzt? Und was heißt jetzt up to date? Was meine ich denn damit? Was das heißt ist, welche Werte werde ich aus welchem Replikat lesen, wenn welche Aktualisierungen stattgefunden haben? Worauf darf ich mich verlassen? Dieses worauf darf ich mich verlassen ist ein Konsistenzmodell. Und die werden wir hier im zweiten Abschnitt, tut mir leid, der Link ist hier falsch, die werden wir hier im zweiten Abschnitt zu datenzentrischen Konsistenzmodellen besprechen. Sie ahnen es, der Name deutet es an, es gibt auch andere Konsistenzmodelle. Das wesentliche Gegenbeispiel sind die Client-Centric Konsistenzmodelle. Machen wir vielleicht mal in einem anderen Semester ausführlicher. Das ist ein Konsistenzmodell. Das wird ganz viele Parallelen haben zur Diskussion zur Gruppenkommunikation. Es ist fast ein Wünsch dir was, schauen wir uns doch mal an, was geht, Modell und Abschnitt. Was wir dann noch obendrauf brauchen, sind konkrete Protokolle. Wie tun wir es denn jetzt? Was müssen wir durchführen, um diese einzelnen Konsistenzmodelle umzusetzen, sicherzustellen? Das macht dann dieser Abschnitt hier, 11.3, zu Replikatenmanagement und Aktualisierungsprotokolle. Und machen Sie sich bitte immer wieder bewusst, es ist sinnlos, in einem solchen verteilten System von jetzt zu sprechen. Es gibt keinen sinnvollen Begriff von jetzt. Jeder Teilnehmer, jeder Rechner hat seine eigene Uhr, die sind nicht perfekt synchron, sind vielleicht irgendwie so grob
ungefähr ähnlich, aber sie können sich nicht auf perfekte Zeitstempel verlassen. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, was genau jetzt bei einem anderen Rechner passiert. Sie haben immer Latenz dazwischen und sei es auch nur die Lichtgeschwindigkeit dahin. Die Ausbreitung des Signals dauert immer Zeit. Es gibt keinen Jetzt. Okay, so, das war jetzt unter der Perspektive von Daten, auf die ich Aktualisierungen anwende, erzählt. Daten, auf die ich Operationen anwende. Das kennen Sie. Das ist ein Objekt. Daten, die ich repliziere und die Anwendung der Operation dann ebenfalls repliziert stattfinden muss. Das werde ich ja plausiblerweise an jeder Stelle tun. Also eigentlich, ich will Objekte replizieren. Eigentlich will ich Objekte replizieren. Das Datum plus die Operation, die ich darauf anwende. Also, was müssen wir tun, wenn wir Objekte replizieren? Klar, wir müssen die Daten replizieren, logisch. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir jetzt die Operationen innerhalb dieser Objekte, die Methodenaufrufe innerhalb dieser Objekte plausibel durchführen. Also, wir müssen die RMI-Aufrufe, die Remote Method Invocations, müssen wir plausibel handhaben. Naja, eine Sache, die man sich typischerweise an dieser Stelle jetzt ins Gedächtnis ruft, ist doch die Aussage, okay, wir hatten keine replizierte Speicherung, aber eine nebenläufige Ausführung von Methoden hatten wir durchaus. Also typischerweise, wenn Sie normales Java, Python, C++ oder sonst was Objekt benutzen in einem Multithreaded-Programm auf einem einzelnen Rechner, selbst da müssen Sie sich ja schon Gedanken machen, dass einzelne Operationen auf Ihrem Objekt nicht beliebig durcheinander gehen, sondern typischerweise in einer Form von wechselseitigem Ausschluss stehen. Java Synchronized, Mutexes, was auch immer, wie auch immer Sie das realisieren wollen, Sie werden erstmal unterstellen müssen, damit das irgendwie plausibel ist, dass sich nicht mehrere Methoden des gleichen Objektes, der gleichen Instanz dieser Klasse in die Quere kommen. Klar, das unterstelle ich hier auch. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht einfach nur zu fordern und dafür zu sorgen, dass die mehreren Methodenaufrufe des gleichen Objektes auf dem gleichen Replikat sich nicht in die Quere kommen. Ich muss mir auch wieder Gedanken darüber machen, wie ich mit der Ordnung meiner Anfragen umgehe. Und das kann ich jetzt in verschiedenen Formen tun. Und die Option 1 ist zu sagen, naja, mein Objekt weiß, dass es repliziert ist. Irgendwie habe ich von einer Replicated Object Basisklasse abgeleitet. Keine Ahnung, wie auch immer Sie das erklären wollen. Dann haben Sie ein Objekt, das davon weiß, dass diese Methodenaufrufe bei mehreren repliziert werden, bei mehreren Instanzen, bei mehreren Replikaten repliziert werden. Und dann können Sie diese ganze Struktur, diese Ordnungsbewahrung, Erhaltung, Sicherstellung, die können Sie innerhalb des Skeletons des RMI-Systems durchführen. Vielleicht sogar im Objekt selbst, aber definitiv im Skeleton, da gehört es eigentlich hin. Nicht, das ist ja die Stelle, an der Sie dafür sorgen, in welcher Art und Weise jetzt Methoden eines solchen Remote Objects aufgerufen werden. Naheliegenderweise gehört es dahin. Okay? Naja, was hat das für einen Charme? Das hat den Charme, dass alles, was hier unten drunter im Network Stack passiert, Ihnen egal sein kann. Sie müssen nicht davon ausgehen, dass Sie hier irgendwelche besonderen Funktionalitäten haben. Hier reichen Ihnen letztlich Unicasts, ganz banale Unicasts, die Sie hier in Ihrem eigenen Skeleton dann dafür sorgen, dass die Aufrufe entsprechend in der richtigen Reihenfolge eintreten. Der zweite Vorteil, den Sie möglicherweise haben, ist, dass Sie diese Ordnungsbeziehungen auf die Anforderungen der spezifischen Klasse, vielleicht sogar der spezifischen Instanz zuschneiden können. Vielleicht kann es ja sein, dass Ihre Instanz irgendwie eine Art Moduswechsel unterliegt, indem es egal ist, in Modus 1 ist es egal, in welcher Reihenfolge Methoden ausgeführt werden, weil die alle kommutieren bei den einzelnen Replikaten. In Modus 2 ist das nicht egal, dann können Sie das hier bequem unterstützen. Das Bildchen sieht dann ungefähr so aus. Sie haben Ihr gleiches Objekt, die gleiche Instanz repliziert vorliegen, hier an drei verschiedenen Stellen, und Ihre Skeletons müssen sich jetzt untereinander koordinieren, in welcher Reihenfolge jetzt Aufrufe an Methode 1, Methode 2 jeweils stattfinden sollen.
So, wenn Option 1 ist, Ihr Objekt weiß, dass es repliziert ist, dann ist Option 2 natürlich, das Objekt weiß es nicht. Es denkt, es ist ein ganz normales Objekt und dass es Replikate von ihm gibt, davon ist nie die Rede gewesen. Also, mein gesamtes Objekt, mein gesamtes RMI-System, meine Skeletons und Stubs haben keine Ahnung davon, dass da irgendwas wie Replikation stattfindet, dass es das, die gleiche Instanz mehrfach gibt. Naja, ich muss aber trotzdem für die Ordnungsbeziehung sorgen. Für die Ordnungsbeziehung sorge ich, indem ich den darunterliegenden Network-Stack mit der Verantwortung beauftrage, jetzt hier richtige Reihenfolge der Auslieferung durchzuführen. Und dann sind wir in so einem Bild. Ich habe ganz normale Objekte, die ich über einen Network-Stack, der vielleicht im Sinne einer Gruppenkommunikation in der Lage ist, Requests des Request-Reply-Protokolls, des RMI-Request-Reply-Protokolls an die einzelnen Objekte in der richtigen Reihenfolge zuzusenden. Okay? Wir machen uns später noch ein bisschen Gedanken drüber, was wir eigentlich mit den Replies machen und was wir damit machen, wenn ein repliziertes Objekt Methoden bei einem anderen replizierten Objekt aufruft. Aber zunächst soll uns das hier als Unterscheidung mal genügen. Tatsächlich ist das auch der üblichere Ansatz. Es finden sich aber beide, Option A und Option B, finden sich beide in relevanten Fallstudien. So, das ist so das Spielfeld. Das ist unser Job, das hinzubekommen, dass solche replizierten Objekte, replizierte Daten, ist eigentlich fast egal, sich in einem konsistenten Zustand befinden, also Aktualisierungen in der richtigen Reihenfolge, in der durch den Objektzustand notwendigen, gewünschten Reihenfolge stattfinden. Bevor wir uns jetzt hier zunächst das formale Konsistenzmodell und dann die Replikat-Management- und Update-Protokolle dafür ansehen, bevor wir das tun, noch ein wichtiges Wort zu den Annahmen, wie sich dieses Kapitel mit den Folgekapiteln verhält. In diesem Kapitel gehen wir immer noch davon aus, und ich weiß, es ist jetzt fast schon langweilig, wir gehen immer noch davon aus, dass wir keine Ausfälle haben. Immer noch funktioniert alles. Trotzdem replizieren wir schon, um dann in den folgenden Kapiteln auch mal Dinge ausfallen lassen zu können. Wir kümmern uns hier hauptsächlich um Trade-offs zwischen Bequemlichkeit, Effizienz, was ist auf dem API für einen Programmierer sichtbar, was kann ich erwarten versus dem Aufwand, den ich treiben muss, um das sicherzustellen. Ab dem 12. Kapitel gehen dann auch Dinge kaputt. Endlich gehen dann mal Sachen kaputt. Ich habe sie ja immer vertröstet, wir müssen dann noch ein bisschen warten und noch nehmen wir an, alles funktioniert. Dann nicht mehr. Aber in diesem Kapitel funktioniert noch alles. Sehr schön. So viel zur Vorrede und zum ins Gedächtnis holen. Im folgenden Video schauen wir uns dann an, was wir genauer mit Konsistenz und den Modellen dafür meinen. Erstmal danke fürs Zuhören.